Behaupten Sie etwas, alle Superstars super spendabel sind? Wenn ich große Geldbündel dafür bekäme, dass ich einfach nur Leute bediene, warum an aller Welt sollte ich dann hier als Staatsanwalt rumstehen? Er hat recht, ich bekomme auch nichts von Geldbündeln, ganz zu schweigen. Angenommen, diese Bündelscheine war kein Trinkgeld. Was war es dann? Bezahlung, euer Ehren. Bezahlung? Ist das nicht offensichtlich für den Mord an Herrn Corrida? Dann war der Page, den der Zeuge sah. Ja, er war der Killer. John Doe. Immer langsam hier. Herr Edgeworth, Sie können das nicht etwa beweisen, oder? Habe ich meine Behauptung jemals nicht unterstützen können, euer Ehren? Ich bin ja nicht Phönix. Hier habe ich die Karte, die Shelley die Killer am Tatort hinterließ. Shelley, die Killer? Das ist die Person, die die Spezialteams der Polizei schon jahrelang verfolgen. Ich bin mir sicher, dass die Person, die der Zeuge sah, dieser Shelley die Killer war. Wirklich? Ist etwas, Herr Powers? Nein, nichts. In meinem Kopf hat es nur gerade Klick gemacht. Oh. Ich habe diesen Pagen später in den Abend noch einmal gesehen. Was? Raus mit der Sprache. Interessant. Herr Powers, bitte sagen Sie aus. Berichten Sie uns, was Sie gesehen haben. Ja, natürlich, sofort. Da geht doch. Das zweite Mal. Nicht so schön wie das erste Mal, aber was soll's. Dieses Mal war ich im Gang, weil ich zur Toilette musste. Bitte nicht ganz so ins Detail, bitte. Und da sah ich, wie der Page, den ich schon vorher gesehen hatte, aus dem Zimmer kam. Natürlich meine ich mit Zimmer Johann Corridas Zimmer. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wirkt der Page irgendwie fehl am Platz. Ja, also musste er der Mörder gewesen sein, da bin ich mir sicher. Ich meine. Wow. Vielen Dank, das ist alles, was wir im Augenblick brauchen. Hä? Ich war noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig, da ist noch mehr. Beweisen wir erstmal, dass der Page wirklich Herr der Killer war, dann sehen wir weiter. Also der Page kam aus dem Zimmer des Opfers. Wenn dieser Page wirklich der Mörder war, dann denke ich, ist die Antwort offensichtlich. Das ist richtig, euer Ehren. Nun, Herr Freit, ich denke, jetzt bist du dran, uns zum Lachen zu bringen. Das ist nicht zum Lachen. Warum lache ich dann? Tja, Verlegenheit. Oh je, oh je. Okay, ich glaube, dazu sollten wir ihn nicht befragen. Ne, glaube ich auch. Es sei denn, du möchtest wissen, wie er zur Toilette ging. Sind Sie sicher, dass es derselbe Page war? Ja. Powers ist müde. Yep. Wieso sind Sie sich da so sicher? Alle Pagen tragen doch die gleiche Uniform. Aber sehen Sie, er hatte doch diese Naht im Gesicht. Irk. Deshalb bin ich mir sicher, dass es der Typ war, der mit Matt geredete. Also, aus welchem Zimmer kam der Page heraus? Ja, natürlich meine ich John Curry, das Zimmer. Aus dem Zimmer des Opfers, Ja, das mit all den schönen Blumen und Teddybären. Es war wirklich schon ein Zimmer. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich jetzt geliefert bin. Fahren wir lieber mit der Aussage fort, nicht wahr? Okay, warum wirkt der fehl am Platz? Was genau an ihm wirkte denn so fehl am Platz? Freit, 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 was soll dieses schwachsinnige Grinsen? Vielleicht, weil ich nicht weiß, was für fatale Sachen er als nächstes sagt. Nun, der Page kam mit leeren Händen heraus. Mit leeren Händen? Dieser Page war doch jemand vom Zimmerservice, richtig? Aber er schob weder einen Wagen noch trug er ein Tablett. Sie fänden das doch auch ein wenig seltsam, oder?
Ich stimme zu, dass es ein wenig seltsam ist, Herr Powers. Aber ist es für einen Pagen wirklich so ungewöhnlich, mit leeren Händen dazustehen? Was soll ich tun? Soll ich Herrn Powers außer so weiterlaufen lassen, oder? Ihn übers Ohr hauen? Ach, er ist doch eigentlich unser Kumpel. Weiterlaufen lassen? Sie haben recht, ich denke, das ist wirklich sehr ungewöhnlich. Ach, ich dachte mir schon, dass Sie das auch so sehen würden. Da gibt es nicht mehr hinzuzufügen, wenn die Verteidigung kampflos aufgibt. Machen wir also weiter. Wie dem auch sei, Herr Paus, Sie dachten, der Page sei ein wenig verdächtig, richtig? Bitte seien Sie mit Ihrem Urteil nicht so voreilig. Ah, aber das ist ein Motto meiner Familie. Halte jede Person für einen Dieb. Okay. Nun, ich denke, ein Dieb und ein Mörder sind beide leise und heimtückisch. Darum geht es nicht, Phoenix. Wenn dieser Page der Mörder war, wäre das jedenfalls sehr schlecht für uns. Aber er ist der Mörder, weißt du? Ja, aber das darfst du noch nicht zugeben, wenn du den Prozess verlängern möchtest. Musst du hier mit billigen Tricks arbeiten. Also müssen wir ihn doch übers Ohr hauen. Ach Mann. Der arme Kerl. Ach, er tut mir leid. Na gut, hauen wir ihn mal übers Ohr. Aber wir kriegen die Chance, das jetzt nochmal zu korrigieren. Okay. Was soll das schwachsinnige Grinsen? So kann man ihm das Ohr hauen. Okay. Es ist weder seltsam noch ungewöhnlich, ein Page mit deren Händen zu sehen. Doch, ist es schon. Nein, ist es nicht. Seid ihr beide fertig, euch wie Schulkinder aufzuführen? Aber echt hier. Pagen gehören zum Zimmerservice. Sie sind nie mit leeren Händen zu sehen. Euer Ehren, ich beantrage, die alte Zeugenaussage durch die neue zu ersetzen. Edgeworth. Wirst du alles Erdenkliche tun, um den Pagen verdächtig aussehen zu lassen? Ich verstehe. Nun gut, das Gericht stimmt zu und nimmt den Antrag der Anklage an. Herr Powers, würden Sie Ihre Aussage bitte ergänzen? Ja. Oh, Sie sagen also, aber, ja? Auf dem Bild, auf dem Mod-Bild sieht man doch wieder, wo das Tablet steht. Dann kann er ja gar nicht mit dem Tablet rausgekommen sein, wenn es da noch drin steht. Sie sagen also, es sei verdächtig, mit leeren Händen zu sehen? Ja, wirklich verdächtig. Ich meine, als ich den Pagen das erste Mal sah, trug er ein Tablet in der Hand. Mit einer Flasche Saft und einem Glas darauf. Saft? Was für Saft war das denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Tomatensaft war. Wenn wir irgendeinen Grund finden könnten, warum man mit leeren Händen herauskam, irgendeinen Beweis dafür, dann kommen wir vorerst nochmal davon. Beweisen? Da muss ich wohl mal wieder in der Gerichtsakte wühlen. Wühl. Glaube, ich habe da schon was. Nee, nicht die Karte des Hotels. Das Tatortfoto. Wo man das Tablet sieht. Ja. Stimmt, das ist falsch, aber ich mach's trotzdem. Nein, doch richtig. Karte. Herr Powers. Ja. Sie lassen sich leicht von den Worten anderer beeinflussen, nicht wahr? Als Sie gehört haben, dass der Page der Mörder gewesen sein könnte, gingen Sie davon aus, dass es wahr sein müsste. Aber, ist er denn nicht verdächtig? Diese langen Nahtstiche und... Und? Ein Baseball hat auch eine Naht. Behaupten Sie etwa, alle Baseballbälle seien deswegen verdächtig? Na super. Nun, da ist doch... Ich meine, was mit den leeren Händen? Ich bin das Gericht, einen Blick hierauf zu werfen. Das ist der Tatort.
Da steht ein Glas neben Herrn Coridas Leiche. Die Flüssigkeit in diesem Glas ist Tomatensaft. Und nun achten Sie bitte darauf, was auf dem Tisch in der Ecke rechts unten steht. Jeder kann eindeutig sehen, dass es ein Tablett mit einer Flasche Tomatensaft ist. Der Page hat das gerade in Herrn Coridas Zimmer gebracht. Er ließ das Tablett im Zimmer und deshalb ging er mit leeren Händen wieder heraus. Oh, aber... Das wurde dort, der Page hat im Zimmer eine Leiche gesehen und liegen gelassen. Ach, aber können Sie beweisen, dass Herr Corrida zu jedem Zeitpunkt schon tot war? Herr Edgeworth, können wir das? Ja. Sie sind schuld daran, dass ich jetzt im Schlamassel stecke. Das tut mir furchtbar leid. Was ist los mit ihm? Warum lacht er? Zeuge, gibt es da nicht noch etwas, das Sie uns mitteilen wollen? Gibt es was? Der Pasch kam mit leeren Händen heraus, oder sollte ich sagen, mit leeren Händen? Sie hat noch was Interessantes über seine Hände zu sagen. Oh ja, hätte ich fast vergessen. Da strahlt er wieder. Was? Dieser Page, er trug Handschuhe. Handschuhe? Ja, tiefschwarze Lederhandschuhe. Richtig klasse. Okay, das ist nicht normal. Also die anderen Pagen tragen keine solchen Handschuhe, nicht wahr? Schwarze Lederhandschuhe. Warum haben Sie das nicht schon früher gesagt? Tut mir leid, vergessen. Mann, das lässt den Pagen wirklich verdächtig aussehen. Yep. Gut, Konzentration. Jetzt nicht nachlässig werden. Was ist schon dabei, wenn er Handschuhe trug? Viele Pagen tragen Handschuhe. Kommen Sie schon, Herr Freit. Dieser Page trug welche aus schwarzem Leder. Und ein Fußball ist auch aus Leder. Oh mein Behaupten Gott. Sie etwa, alle Fußbälle sind verdächtig, nur weil sie aus Leder sind? Aber dieser Mann, er bekam ein großes Bündel Scheine vom Angeklagten. Und dann wurde er gesehen, wie er den Tatort mit schwarzen Lederhandschuhen verließ. Selbst ich kann nicht länger glauben, dass er ein ganz gewöhnlicher Page war. Selbst ich sag doch. Wow. Das wird schon was heißen, wenn selbst der Richter nicht mehr glaubt. Ja. Es sieht so aus, als wären wir endlich zu einem Einvernehmen gekommen. Also dann, Zeuge, fahren Sie bitte mit dem Rest Ihrer Aussage fort. Dem Rest? Oh ja, bitte erzählen Sie uns mehr. Okay. Ach Mann. Das zweite Treffen. Nachdem der Page Joans Zimmer verlassen hatte, klopfte er an Matts Zimmertür einfach so. Er gab der Person im Zimmer irgendwas. Dann ging der Alte einfach, ohne das Zimmer überhaupt betreten zu haben. Danach ging ich zur Toilette und dann zurück an meinen Platz. So lange konnte er sich verkneifen, schön. Und dann ging der Page nach dem Verlassen des Tatorts zum Zimmer des Angeklagten? Ja, das habe ich alles nur zufällig gesehen. So ein Zufall aber auch. Ich würde sagen, du hast zu viel gesehen. Alles wirklich höchst verdächtig. Ich denke, wir können jetzt mit Sicherheit diesen Pagen als nicht normal bezeichnen. Also gut, fangen wir an, ja? Herr Freit, Ihr Kreuzfeuer bitte. Ja, Herr Ehren. Das kann was werden. Ja. Okay, was war es? Ich sagte, Moment mal. Okay. Das ist besser. Was soll das für eine Aussage sein? Ich bitte um mehr Ausführlichkeit und Details. Okay. Ich sollte ihm besser nur eine Frage auf einmal stellen. Nach dem etwas fragen, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Er gab der Person etwas? Ja. Und was war dieses etwas? Wenn ich wüsste, was es war, würde ich es nicht ein etwas nennen, oder? Aber das bedeutet also, dass etwas vom Tatort entwendet worden ist. Wissen Sie es ganz sicher nicht mehr, Herr Powers? Ich glaube, es war eher was Kleines. Das ist eine sehr wichtige Information und ich glaube, ich weiß, was es war. Was denn? Vielleicht der kleine Bär, der in Medongards zu Hause gefunden wurde? Ja, stimmt.
Bitte versuchen Sie sich zu erinnern, was es war. Ich werde es versuchen. In der Zwischenzeit reden wir von etwas anderem, nämlich davon, was der Page dann tat. Oh, also, nachdem er der Person im Zimmer das Ding gegeben hatte, dann ging der Alte einfach, ohne das Zimmer überhaupt betreten zu haben. Genau, das ist jetzt wichtig. Voller kleiner Schnitte. Bestimmt ist das mehr als nur ein einfacher Bär. Und die Schnitte deuten darauf hin, dass man ihn gewaltsam öffnen wollte. Weiß ich nicht. Oder dass man ihn geöffnet hat und wieder zusammengesetzt hat, ich weiß es nicht. Wer weiß. Auf jeden Fall glaube ich, dass das war, was die Killer dem guten Matt gegeben hat. Falls ich nur, wieso, was für ein Geheimnis hat das Bärchen? Ach, greifen wir hier nochmal an. Jetzt nochmal das andere. Wer nahm dieses etwas vom Pagen entgegen? Das weiß ich nicht. Was meint sie damit? Tut mir leid, aber ich konnte nur den Arm der Person sehen. Nur den Arm? Dann sagen Sie also, dass Sie das Gesicht dieser Person nicht gesehen haben? Ja. Ich würde Ihre Aussage soweit gerne zusammenfassen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Nach dem Verlassen des Tatorts ging der Page unverzüglich zum Zimmer des Angeklagten. Dort gab er der Person im Zimmer einen kleinen Gegenstand. Von der Person, die den Gegenstand entgegennahm, sahen Sie nur den Arm. Ja, ganz genau, so war es. Edgeworth, ist das alles wirklich wichtig? Natürlich, euer Ehren. Ich denke, das ist von größter Wichtigkeit. Da wurde das, was vom Tatort entwendet wurde, dem Auftraggeber übergeben. Herr Porras, bitte versuchen Sie sich zu erinnern, was der Page überreichte. Mal sehen. Ich denke, es war... Nein. Wenn Sie sich erinnern, fügen Sie es bitte Ihrer Aussage hinzu. Ja, verstanden. Eine Holzstatuette. Bingo. Zeig ihm das Bärchen. Ja. Versuchen wir es mal. Und? Was sollte diese bedeutungsschwache Pause? Wo kommt dieser Einspruch her? Nun sagen Sie schon. Das war ich, euer Ehren. Was ist, Twinings? Ich habe das Gefühl, dass was Schlimmes passiert, wenn ich es zeige. Herr Wright, wenn Sie was zu sagen haben, dann spucken Sie es aus. Ja, euer Ehren. Okay, Phoenix, tief durchatmen. Herr Powers, das Etwas, das Sie sahen, war es dieser Gegenstand? Oh, hey, das war's. Das ist das Etwas. Wow, Herr Wright, Sie haben es wirklich rausgefunden. Ich glaube, das haben wir in Madongards Anwesen gefunden. Im Haus des Angeklagten? Jetzt haben wir uns wirklich ein Grab geschaufelt. Ich glaube auch. Was soll das bedeuten? Ganz einfach, euer Ehren. Shelley the Killer ermordete Jean Corrida in seinem Zimmer. Und dann stahl er diesen Holzbären vom Tatort. Das bedeutet also, wenn der Bär in Herrn Ongards Anwesen gefunden wurde. Das versteht sich doch von selbst, euer Ehren. Herr Matt Ongard ist die Killers Auftraggeber. Ruhe. Ich sagte Ruhe. Herr Freud, das ist eine bedauernswerte Wende der Dinge für Sie. Ja. Tut mir leid, Mia. Nein, schon gut. Deine Beurteilung war einwandfrei. Ich dachte mir schon, dass der Bär kommen würde. Wenn nicht jetzt, dann ganz sicher später. Auch wenn du ihn nicht dem Gericht vorgelegt hättest, dann sicherlich Edwidge. Ach, ich hatte fast vergessen, dass er auch darüber Bescheid wusste. Ja, irgendwie vergesse ich ihn immer.
Ich denke, es ist eindeutig, dass dieser Prozess nicht fortgeführt werden muss. Das darf ich nicht zulassen. Ich muss was tun, Em. Es wird recht geben, dass ich übersehen habe. Hm? Euer Ehren, eine Minute.